Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, dem Drake-Projekt, und es geht nämlich schon weiter. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist WESO gestartet und es ist eher so ein Multiplayer-Projekt und ja, ich bin auf dem ersten Blick ein bisschen enttäuscht, dass er nicht ein richtiges Projekt gemacht hat, der Ungespielt und die anderen, die mitgemacht, also bei der Herstellung gemacht hat. Oh, sorry für den Lag. Komm, ja, jetzt. Ja, deshalb möchte ich jetzt ein bisschen von mir aus wieder weitermachen. Und ja, ich habe mich ja erst gar nicht angemeldet, weil ich schon dachte, dass er jetzt sich eher auf also PvP ja spezialisiert, und deshalb möchte ich ja umso mehr hier ein großes Projekt, das Drake-Projekt, machen, wo wirklich jeder mitmachen kann, der aufnimmt, aber er muss nicht zwingend auf dem Server aufnehmen. Also ab und zu kann er auch ohne Aufnahme irgendwas machen, aber am besten einfach so, dass ihr das Let's Play da nicht stört oder sowas. Und dafür gibt es ja viele Sachen, wie zum Beispiel die Erbegewelt und so weiter, und irgendwie Fraps spinnt momentan ein wenig. Da könnt ihr eben euch eines von den vier Völkern anschließen, und wenn ihr euch bewiesen habt, könnt ihr auch Bilder sein, dann könnt ihr so Häuser bauen, aber das wird hauptsächlich nur zum Kämpfen, also zum RVR machen. Realm vs. Realm, oder hier einfach Volk gegen Volk. Und ja. Jo, und werden so auch so ein riesiges RVR-Projekt machen, wo jeder Let's Player nicht mitmachen kann. Und dafür müsste ich euch einfach unten anmelden und fertig. Also, es ist nicht so eine riesen Regel, auswendig lernen, Sachen so exist. Wenn ihr Fragen zu Regeln habt, einfach kurz in die Plot-Welt gehen mit Warp Plot. Und hier gibt es eigentlich die Regeln. Na, hier drin. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen vom Plot.me, oder? Ah, das sind noch die Regeln, genau. Ja, ich muss mir zuerst zurechtfinden, ich weiß auch noch nicht viel, das hat Kevin für mich gemacht. Ja, genau, hier beginnt es, da drüben geht es weiter. Und dann kommen hier die Plots, also die Grundstücke. Da könnt ihr gerne auch eins machen, oder mehrere. Da ist die Anleitung gewesen, und ja, hier fängt es an. Und hier drüben ist der Spawn-Anfang. Also hier spawnt man, und hier drüben ist die Erklärung für die Mining-Welt. So. Ah, wir müssen noch die Items holen, genau. Stimmt. Wo haben wir die reingetan? Wahrscheinlich da vorne. Ja. So. Bruchstein. Kohle. Fackeln haben wir keine mehr. Haben wir noch einen Eimer? Ah, wieso leckt das so komisch? Einen Eimer und Fackeln. So, gut. Noch kurz den Eimer füllen. Am besten hier noch ein bisschen anpflanzen. Ups. Eimer füllen und dann wieder in die Mining-Welt. Hier habe ich, glaube ich, sogar noch Homes.
Ja, Strip können wir gleich mal weiter meinen. Wir brauchen noch ein paar Diamanten. Und ja, dann brauchen wir noch Zuckerrohr. Das können wir dann auch holen. Leicht eigentlich. Und wir haben ja sogar einen Garten mit Zuckerrohr. Also ist das jetzt eigentlich nicht unser Problem. Unser Problem ist eher die Diamanten. Und dass es ein bisschen leckt, sorry dafür. Aber Fraps ist ein bisschen heikel gegen Java. Und deshalb leckt es manchmal ein bisschen. So, jetzt müssen wir leider Diamant-Spitzhacke nehmen. Ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt wieder eine Eisenspitzhacke zu machen. Aber dafür sind sie ja da. Und man kann ja auch gut reparieren, also. Da müssen wir nicht so heikel sein. Ich glaube, man braucht sogar nur einen Diamant zum Reparieren. Aber komm, wir machen es erst, wenn wir Haltbarkeit drauf haben. Weil sonst ist es wirklich zu schnell weg, um Diamanten zu kriegen. So, machen wir gleich drei. So, lassen wir die Workbench hier. Ja, sorry, dass ich so lange Zeit nicht aufgenommen habe hier, aber ich hatte andere Projekte, die ein bisschen besser ankommen momentan noch, aber natürlich wird es auch hier sehr viel mehr geben in der nächsten Zeit. Also es bleibt mein Hauptprojekt, auch wenn jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gekommen ist. Und neben Regnum natürlich. Also, ja, und ich hatte ein paar Anfragen bekommen, also es gab schon ein paar Leute, die wollten, aber irgendwie, ja, waren alle noch nicht so ganz sicher oder hatten noch nicht ganz so viel Bock, um aufzunehmen. Aber das wird dann schon bald kommen, also eventuell wird es bald zu einem Together, wenn jemand mitmacht oder abwesend irgendwie, werde ich dann mit anderen Leuten gemeinsam aufnehmen, also nicht alleine. Jo, also es wird noch viel, viel besser. Das kann ich euch versprechen. Und ich werde auch die Mühe machen und so weiter. Also, jo. Es wird durch die Erbe gewählt, die natürlich so gut wie möglich von mir gebaut wird oder von anderen auch. Entwickelt und dann werden sich schon ein paar uns anschließen, die uns helfen und so weiter. Also da bin ich sehr offensichtlich, dass es klappt, dass wir ein gutes Nachfolgeprojekt von eigentlich Hero oder dem Mega-Projekt machen können. Und es ist klar, dass Bauen und ja, RVR ohne viele Leute nicht so viel Spaß macht, aber wenn wir dann wirklich ein großes Team machen können, ein Bauteam, das gleichzeitig aufnimmt und ja, da können wir schöne, super Projekte machen, die auch dann nicht mehr so langweilig sind, also. Ja, es wird noch viel kommen, also. Lasst euch überraschen und bis denne machen wir uns mal eine schöne Basis. Und ja, suchen ein paar Items. Es wird einfach so sein, dass die Leute nicht mit Diamantrüstungen dann in der RVR-Welt herumlaufen dürfen. Also, wir machen es so, dass mindestens zwei Lederrüstungen haben muss in den Farben eures Reiches. Und am besten machen wir die Brustrüstung, die ist am stärksten, also auch am OP-sten.
Und da machen wir, dass wir die Brustrüstung als Lederrüstung haben muss. Natürlich müsst ihr schauen, dass die ja nicht kaputt geht und so. Also am besten Haltbarkeit verzaubern. Und die sagen wir, ja, der Helm sieht, also es sieht nicht so gut aus, wenn zwei zusammen sind, sagen wir die Schuhe auch aus Leder. Das ist jetzt wirklich das kleinste Problem. Und ja, wenn man so hat, dann kann man wirklich FAR machen. Sonst ist es illegal, also da dürft ihr in der FAR-Welt nicht angreifen jemanden. Und dann dürft ihr aber auch nicht angegriffen werden. Also dann schaut, dass ihr nicht angegriffen werdet, wenn ihr auszusehen oder so die Diamantrüstung anhabt oder sonst irgendwas. Also da werden wir dann noch gut schauen. Und ja. Und eben, ihr könnt dann immer Leute melden, wenn ihr irgendjemand seht, der mit Diamantrüstungen angreift. Und mit Diamantschwerter. Also Diamantschwerter sind ja nicht illegal. Aber sonst, also regelwidrig. Aber sonst ist alles normal. Und ja, in der RVR-Welt könnt ihr auch bauen, aber die werden dann nicht geschützt. Also öffentliche Gebäude werden geschützt, aber Spielerhäuser werden da nicht geschützt, also dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu viel, ja, also dass ihr nicht zu schön baut und sonst irgendwas, dass ihr dann böse seid auf jemanden, der euer Haus also nicht angezündet, geht ja nicht, aber irgendwie kaputt gehauen hat. Ja, wir möchten einfach nicht, dass mit TNT und mit Feuer gespielt wird. Das ist eine relativ ernste Sache und Creeper-Explosion und so wird es auch nicht geben, aber eben der RVR-Welt wird es auch keine Monster geben. Die sind jetzt noch an, aber werden dann ausgeschaltet, sobald wir es können. Also sobald ich da mit dem Multiverse-Plugin rauskomme. Also ja, da wird sich noch einiges ändern mit den Regeln. Eventuell werden wir es sogar so machen, dass wir keine Items von anderen Welten reintun können, aber ihr überall in Festungen oder bei Händlern Ausrüstung kaufen könnt und finden könnt. Und ja, also es wird sich auch sehr Richtung Adventure Mode ausweiten, also da könnt ihr dann solche Festungen betreten in Zelda-Manier oder so, Rätsel lösen und so weiter, und dann bekommt ihr am Schluss einen Schatz. Also solche Projekte machen wir danach. Und dann könnt ihr zum Beispiel ein versunkenes Piratenschiff erkunden. Da müsst ihr zuerst tauchen und dann ist das Schiff dann, ja, dort ist dann Luft und dann könnt ihr ja, könnt ihr das erkunden. Oder zum Beispiel ein Luftpalast oder ein Vulkan. Je nachdem. Also wir haben gute Ideen. Wir müssen sie nur noch umsetzen können. Also zu zweit sind wir momentan nicht so schnell. Und er ist gerade in den Ferien, der Kevin, also der Swiss Gamer 1. Und ich habe eben viele andere Projekte, die ich gerade mache. Aber je mehr Leute eigentlich mitmachen, desto mehr mache ich natürlich auch mit. Also ich werde dann meine Zeit eher für das brauchen als für irgendwas anderes, zum Beispiel bei Regnum Leveln oder sonst irgendwas. Also, aber die Videos werden nicht weniger werden oder sonst irgendwas. Es wird immer gleich bleiben. Weil die, ja, Leveln und Bauen ist für mich Freizeit und Let's Playen ist für mich Arbeit, also Videos machen. Und deshalb habe ich jeden Tag eine bestimmte Zeit, die ich mache. Und je nachdem kommen dann mehr oder weniger Videos. Je nachdem, zum Beispiel den Herr der Ringe Online, das ist vor allem jetzt mir aufgefallen, geht extrem lang zum Hochladen. Dafür geht ein Minecraft extrem kurz. Es kommt immer so auf die Renderqualität, also wie gut das Spiel ist, wie hoch die Gigabyte sind, die Fraps produzieren muss für das Video.
Und deshalb ja, kommen manchmal weniger Videos und manchmal mehr Videos. Jo. Und dann kommen ja noch Livestreams, da könnt ihr mich auch in der Freizeit ein bisschen nachschauen, was ich so zocke. Und später kommen dann noch Fußballvideos über meinen Club oder die Schweizer Nationalmannschaft. Kann manchmal auch die deutsche Nationalmannschaft nehmen oder einen deutschen Club, je nachdem. Aber zuerst muss ich mal einen Fernseher haben mit Bezahlding. Also wir haben den Schweizer Teleclub, da ist Sky und so weiter dabei. Und also eigentlich alles, was ihr ha auch habt, haben wir auch. Und ja, dann kann ich das direkt auf dem PC abspielen lassen und dann so aufnehmen. Da kommen zum Beispiel so Kurzfassungen von einem guten, wichtigen Spiel oder sonst irgendwas vom FC Basel halt mehr. Und wenn ich dann dort spiele, hoffentlich, kann ich dann auch mich aufnehmen, also wie ich trainiere oder sonst irgendwas. Oder wenn ich ins Kung Fu oder ins Thai-Boxen gehe, dann so jetzt hochladen. Also da wird sich noch viel ändern, also viel anders, viel Neues kommen. Also sei gespannt und ich hoffe, ich bekomme Erfolg durch dieses Projekt. Weil der Erfolg ist so etwas, also ich brauche den Erfolg jetzt nicht unbedingt, ich habe auch Erfolg im Fußball oder sonst irgendwo. Bei den Videos brauche ich nicht so viel Erfolg, aber es motiviert mich natürlich ungemein und andere Leute natürlich auch, die gerne mich schauen oder sonst irgendwas. Und ich habe schon richtige coole Fans, also Dankeschön dafür. Auch wenn ich nicht so erfolgreich gestartet bin, mittlerweile läuft es, man muss halt nur dranbleiben, weil YouTube sehr viele Leute hat, sehr viel überbeansprucht wird, finden die meisten Leute die Videos überhaupt nicht, wenn sie nicht viele Aufrufe haben und das ist schwer. Also unterstützt jeden YouTuber, den ihr gern habt, mit Likes und mit Kommentaren und natürlich mit Aufrufen oder zum Beispiel das Video teilen, das könnt ihr natürlich auch. Das kostet alles nichts und hilft dem YouTuber ungemein. Also ich bin auch so einer, der sehr viel liked, abonniert und teilt, Videos teilt und so weiter. Also wenn ihr schauen wollt, was ich so teile, da könnt ihr gerne in meinem Google Plus Konto nachschauen. Das könnt ihr über den Kanal erreichen und auf Facebook manchmal auch. Momentan ist es natürlich noch Facebook mehr, weil ich dort mehr Freunde habe. Aber bei Google Plus werde ich bald auch sehr viel teilen und das wird, glaube ich, sogar automatisch geteilt. Also ist es dort sogar schon noch mehr. Jo. Also. Jo, was kann man noch vom Projekt erwarten? Also zuerst einmal, es wird ein Mega-Projekt, das richtig viele Spiele haben kann, werden kann. Momentan sind es 50 Slots. Es werden immer mehr, also wenn die 50 Slots fast erreicht sind, dann werden es mehr. Und das pro Monat, also ich kann jeden Monat eigentlich die Slots ändern. Und so, ja, kann ich für euch ein unendliches Projekt machen. Ich werde es so lange machen, bis es niemand mehr Bock hat. Und ja, da könnt ihr wirklich auf längere Zeit euch ein bisschen ein Let's Playen und ja, auch Erfolg haben. Den Erfolg natürlich mit uns teilen. Und so etwas würde mich richtig freuen, wenn viele YouTuber mit mir einen Erfolg haben kann und auch stolz aufeinander sind und ja, Spaß untereinander haben. Das wäre richtig geil, also. So, wenn wir vorne beim Gang sind, werden wir dann etwas anderes machen, damit ein bisschen Abwechslung kommt hier. Aber eben meinen ist auch wichtig, aber wenn es nur geradeaus meinen ist, da müssen wir dann schauen. Also wenn es allzu lange im Video gebraucht wird, mache ich das einfach nicht im Video, sondern neben dem Video.
und werde dann andere Sachen machen. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ich habe auch ein Let's Build angefangen. Da werde ich eben, wie das Haus, wo ihr gesehen habt, in der Erbegewelt, werde ich dort bauen. Und natürlich immer wie besser bauen, aber momentan habe ich ein bisschen wenig Bock. Aber bald werde ich natürlich besser bauen. Und ja, dort ist das halt alles bauen mit dem kreativen Mod und hier ist eigentlich alles bauen mit dem Survival Mod. So, wir sind hier. Da können wir mal zurückgehen. So, Dele. Ja, hier haben wir keine Erze. Da müssen wir nur schauen, dass wir sie aufteilen. 4, 9 Diamanten haben wir jetzt. Okay. Und da müssen wir die noch aufteilen. Also machen wir hier mal einen Stein rein. So, genau. Machen wir hier nochmals ein paar Eisenspitzhacken, genau. So, und noch eine Axt. So, das reicht. Jetzt brauchen wir Zuckerrohr. Aha, das ist nur eins groß gewesen. Sodele. Mal ein bisschen Erde und hier anfangen zu anzupflanzen. Wieso ist das so schräg? Das bleibt so schräg. Komisch. Hier, hier, hier und hier. Dann können wir noch hier anpflanzen. So. Dann haben wir bald genug für die Bücherregale. Wir könnten jetzt bauen, aber dafür habe ich ja eben nicht so viel Lust. Ja, gehen wir in der RPG-Welt ein bisschen erkunden. Hier haben wir das Dorf, das erste Dorf, das ich gefunden habe. Jetzt muss ich schauen, welche Richtung ich muss. Ich muss in diese Richtung. Ein bisschen schräg, weil dort habe ich noch nicht erkundet. So, Kaktusse haben wir, glaube ich, schon eingesammelt. Können wir noch mal abnehmen. Ich meine immer, das ist eine Festung, weil es so klar, so flach ist. Ups. Wir haben gar kein Essen. Wir müssen noch Essen sammeln. Ein bisschen fischen könnten wir auch mal. Da gibt es neue Fische. Aber hier sind zum Beispiel Kühe, sehr gut. Dann nehmen wir hier mal ein paar Kühe. Dafür brauchen wir Fäden von Spinnen, für die Fischroute, Angelroute und ja, dann können wir nicht fischen. Das können wir aber dann auch beim Haus machen, weil dann wächst auch unser Korn und so weiter nebenbei. So, dann werden wir hier mal ein Crafting Table und einen Ofen machen. So. Gut. Komm. Kohle und das Fleisch ist hier. So schön. Eisen. Stöcke müssen wir noch machen. Gut. Ein echter Stein. So. Haben wir das auch.
Jetzt können wir noch ein bisschen mehr Kühe schlachten. Aber nicht sterben an dem Kaktus, lieber von meinem Schwert. So. Und es leckt immer noch ein bisschen, wenn ich schnelle Bewegungen mache. Bisschen blöd. Eine Schere könnten wir noch machen. Ich will mal ein paar von diesen Dingen mitnehmen. So, sehr schön. So, nehmen wir mal von den Streichen mit. Für irgendwas können wir die schon gebrauchen, also für Dekorationen und so weiter. Ich sehe ihn noch eigentlich relativ gut aus in diesem Texture-Pack. Bisschen unaufgelöst, aber ja, von weitem sehen die sehr schön aus. Sind das wirklich 1200 Pixel? Sieht nichts aus, die haben das wahrscheinlich einfach 64 reduziert. Aber kann ich auch verstehen, sonst leckt es auch sehr viel. Ja, diese Blätter brauchen wir nicht. Gräser brauchen wir auch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Werden wir noch warten, bis wir also die Kohle aufgebraucht ist, also der Ofen fertig gefeuert ist, bis das hier unten ist. Und dann gehen wir weiter. Die Rüstung ist noch gut, okay. Tintenfische, weiß nicht. Ne, brauchen wir nicht, also Tintensäcke. Wir erkunden hier noch die Wüste ein bisschen. Vielleicht gibt es ja einen Tempel. So, fertig. Also, gehen wir mal ein bisschen erkunden. Jetzt, wo wir Fleisch haben, können wir auch ein bisschen rennen, aber nicht zu viel hüpfen. Das verbraucht extrem viel Hunger. So. Hier scheint nichts zu sein. Gehen wir mal auf den Berg da, also auf die Sanddüne. Sollte das darstellen. Ah, oh, sorry dafür, das war wieder Fabs. LOL! Ich dachte schon, das wäre ein Megabaum von Hexit und so weiter. Aber es ist eine Insel, eine fliegende Insel. Mit einem schönen, mit zwei schönen Bäumen auf, darauf. Richtig cool. Fast schon am Amplified Art. Und momentan ist gerade nicht gut. Ich muss kurz Fraps neu starten. So, oh Gott, Gott. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, dieses Fraps. Ohne dieses Fraps wäre aufnehmen langweilig. Also vom technischen Sinn her. Dann hätten wir nie Lags. Wenn man ein anderes Programm, das besser wäre. Oh, hier ist sogar noch ein großer Fluss. Schätze ich mal. Oder ist das das Meer schon? Also hier sind wir noch im der Desert-Wüste. Desert heißt bei uns die Eis, ja, die große Eisschüssel da, mit den Eiskugeln drin, heißt bei uns Desert. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch heißt. Ich höre es meistens nie bei euch, wahrscheinlich, weil es bei euch nicht gibt, aber kann schon sein, dass es bei euch gibt, also dass ihr es kennt. Aber bei uns heißt das einfach Dessert. Das ist französisch. Dessert. Dessert. Schade, schade. Eine Wüste ohne Tempel. Das mag ich nicht.
Da ist Kaktus oder Zuckerrohr, ich sehe es nicht genau. Also da hinten. Unten im Meer hat es manchmal Schluchten. Aber hier ist momentan auch nichts. Okay, es sind einfach zwei Inseln, also zwei Kontinente, die dazwischen sind. Und dann sieht es, sah es aus wie ein Fluss, aber es ist ein Meer. Das kann man hier auch schauen. Ah, es ist doch ein Fluss. Lol. Dazwischen ist Fluss, dann ist dann das Meer. Beach. Ja, und der kommt Ocean. Ja, Ocean. So, haben wir hier. Ist nichts. Ich schaue immer, ob Spawner irgendwo im Sand versteckt sind, aber da vorne ist nur ein Sandding. Ein Block Sand. Mehr nicht. Das ist wahrscheinlich keiner, die sind meistens viereckig. Also nicht so lang, also mehr viereckig. So, jetzt können wir mal ein bisschen wieder rennen. Ohne dass uns Fraps irgendwelche Striche macht. Aber jetzt fängt es schon wieder an. Mist. Hey, ich habe 140 FPS. Normal. Also bitte, Fraps, nerv mich nicht so. Überall hat es hier Hügel. Scheinbar will einfach nichts kommen, auf uns zukommen. Kein Tempel, kein Brunnen, kein Spawner. Einfach nichts. Sogar eine Wand gibt es hier. Kurz hier noch schauen. Nö, schade. Hier ist auch nichts. Und die Sonne geht schon bald unter. Auch nicht gut. Aber da können wir ein bisschen spinnen. Also Seide nehmen, oder wie es heißt. Seidenfäden. Und dann eine Fischerroute bauen. Ah, was haben wir dann dort? Ja, habt ihr das gesehen, die orange Ole? Ja. Ja, ist ein Tempel. Ganz gut versteckt. Also wirklich. Applaus an den Generator, den hätte ich fast übersehen. Aber das ist ein Tempel. Der ist ganz eingebuddelt. Dann können wir gleich von oben reingehen. Autsch. Hallöle. Bitte nicht nerven. Wäre schön. So können wir nicht noch gut Sandstein farmen. Wichtig, dass wir den abbauen. Noch ein Leck dazu. Sattel, sehr schön. Okay, noch Smaragde. Gut. Kann hier irgendwas rausschmeißen. Dann machen wir ja mal einen Gang. So. Irgendwas rausschmeißen. Weizen können wir rausschmeißen. Und ja, komm, Werkbank und Ofen. Dann nehmen wir am besten die Truhen mit. Und das Dynamit.
So. Dann werde ich hier am besten mal ein Warp machen, ein Home machen. Ruine 1. So. Home. Haus. Und dann werde ich mal die Ruine auch mal ausplündern. Also. Damit wir noch ein bisschen Wolle bekommen und Sandstein. So. Rohes Fleisch mitnehmen. Und dann braten. So. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Aufnahmesession für mich. Und jo, genießen noch ein bisschen die Aussicht. Muss zuerst ein bisschen laden. Also sehen wir uns hier wieder in der nächsten Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, möchte ich gerne von euch einen Daumen nach oben sehen. Wenn nicht, kein Problem. Und Kommentare schreiben. Und wenn ihr wollt, mitmachen. Und wenn ihr mal, also wenn ihr nicht aufnehmen könnt und trotzdem auf den Server wollt, dann könnt ihr gerne eine kleine Bewerbung schreiben und ja, und euch einfach einverstanden halten, da, dass ihr euch an die Regeln haltet und so weiter, weil es ist halt eben ein, also ein Let's Player Server und die möchten gerne ungestört sein und so weiter. Also wenn ihr mal auf den Server wollt und nicht aufnehmen könnt, dann könnt ihr das gerne fragen. Also jo, bis zum nächsten Mal, Dankeschön und tschüss.